Hallo, hallo Erstklässler. Heute mache ich den Unterricht. Wie findet ihr das? Ich habe mir gedacht, ich bringe euch was bei. Wie wär's, wenn wir zusammen, ihr seht, guck mal, ich bin in der Schule. Wie wär's, wenn wir zusammen heute lernen, wie man Quatsch macht? Uli, Mensch, was machst du da? Jetzt hast du die Kamera schon angemacht. Entschuldigung, ich wollte auch mal Unterricht machen. Oh, Uli, was wolltest du denen denn beibringen? Na, ich wollte Quatsch mit denen machen. Können wir doch nicht im Unterricht machen, Uli. Wir können doch nicht im Unterricht sagen, dass wir den Kindern beibringen, wie man Quatsch macht. Was denken denn dann die Eltern? Na, ist mir doch egal. Ja, bei mir nicht. Ich habe die Verantwortung. Wie wäre es, wenn du denen was Richtiges beibringst? Okay, was denn? Heute hätte ich zum Beispiel mit den Kindern gelernt, wie man den neuen Buchstaben schreibt. Wie fändest du das? Ja. Weißt du denn, welches der neue Buchstabe ist? Nö. Den neuen Buchstaben, den wir im letzten Video gelernt haben, das war das G. G wie Gartenzaun oder G wie Gorn. Das bist ja du. Genau, das bin ich. G wie Geist oder Gespenst. Oh, gruselig. Willst du den jetzt beibringen oder nicht? Ja, mache ich, kann ich. Okay, pass auf. Wir machen es eigentlich immer so, ich zeige den Kindern normalerweise auf der linken Seite, wie der große Buchstabe geht, rechts der kleine, dann klappen wir auf und zeigen, wie es in die Linien geht. Sollen wir das so machen? Ja. Dann nimm dir mal die Kreide, oder warte, ich gebe sie dir. Wo hast du den hingelegt? Hier, guck mal, ich habe sie schon parat gelegt. Du nimmst sie in die Hand, deine kleine Bienenhand, und dann fangen wir mal an zu schreiben. Weißt du noch, wie es geht? Ja klar, also pass auf. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Das sind alles doppelt Fragen, die sind bereit. Außerdem sind wir am Video. Leg los. Okay. Ich fange an einem Punkt an, gehe ein Stück hoch, mache einen Bogen runter, gehe wieder ein Stück hoch und dann mache ich unten eine Loopingschlaufe dran. Ja, das hast du eigentlich schon ganz gut gemacht. Und wo hast du angefangen? Na, hier oben, hast du doch gesehen. Na klar, habe ich es gesehen, aber vielleicht für die Kinder wäre es vielleicht interessant. Okay. Wie wär's? Also das ist richtig. Du fängst hier oben an und gehst ein Stück hoch, gehst wieder runter, machst einen großen Bogen und dann unten so einen umgedrehten Looping dran. Wie wär's, wenn wir den Kleinen probieren? Okay. Ich gebe dir die blaue Kreide in die Hand. Achtung! Hältst du fest? Hältst du fest? Hältst du fest? Ja, nerv mich doch nicht. Ja, ich dachte, ich helfe dir mal. Achtung! Zeig bitte den Kindern, wie man den Kleinen Buchstaben G macht, okay? Okay. Ich fange an wie beim A und gehe erstmal hoch. Stopp! Und dann gehe ich rückwärts wieder nach oben und dann mache ich unten drunter den gleichen umgedrehten Looping wie beim Großen. Uli, Mensch, das ist ja richtig gut. Zeigst du uns noch, wo du angefangen hast, dann wissen die Kinder das. Naja. Hier habe ich angefangen. Da wäre dann die Grundlinie. Und du musst darauf achten, Herr Hase, dass du hier Stopp machst. Hier. Hier. Ja, das wissen die Kinder. Das ist wie beim A, ne? Da muss man Stopp machen und dann wieder zurück. Okay. Sollen wir dir das anzeichnen? Ja. Also hier. Einmal. Stopp. Okay. Uli, weißt du was? Du hast es gut gezeigt, aber ich glaube, damit es ein bisschen schneller geht, setze ich dich hier hin. Du kannst zugucken. Ne? Halte dich hier fest. So, guck mal, du kannst hier drum greifen und dann. Ich will einfach nicht sitzen. So, guck zu. Ich mache die Tafel auf. Du siehst die Linien, wie wir es sonst immer gemacht haben. Und da schreibe ich jetzt den großen und den kleinen Buchstaben ein paar Mal rein, sodass wir genug Übung haben. Und dann können die Kinder das. Aber du hast doch das Häuschen, die Lampe vergessen. Fängst du jetzt auch schon an wie die Kinder? Muss ich immer auf diese Lampe achten? Meinetwegen. So, hier die Lampe, die scheint, hier auch. Einmal lässt man es weg. Mann, Mann, Mann. Also pass auf, großer Buchstabe, das große G. Wir fangen etwas unterhalb der Spitze des Hauses an, gehen nach oben, machen einen Bogen, gehen wieder bis
zur Wohnzimmerdecke hoch, runter bis auf die Kellerbodenlinie, machen wir einen umgedrehten Looping und gehen wieder hoch in den Anschlusshaken. Hast du verstanden? Ja. Ich mach's nochmal. Du fängst etwas unterhalb der Spitze an, gehst hoch, machst einen Bogen, gehst wieder bis zur Wohnzimmerdecke hoch, machst den umgedrehten Looping bis zur Kellerdecke und dann geht's wieder nach oben. Nochmal. Und nochmal. Runter hoch, Looping hoch. Einfach. Es geht weiter mit dem Kleinen. Wir fangen auf der Grundlinie an, gehen nach oben, machen Stopp zurück, einen Bogen nach unten bis zur Kellerbodenlinie und wieder nach oben. Nochmal. Du startest auf der Grundlinie, gehst hoch bis zur Wohnzimmerdecke, ein Stück runter, stopp! Dann zurück, bis zur Grundlinie, wieder hoch, nochmal Absturz, umgedrehter Looping, wie beim Großen, und hoch. Nochmal. Nochmal. Eigentlich mag ich das Öl ganz gerne, weil das ein schöner Hochsteig ist. Ja? Passt auf, unten in der Videobeschreibung könnt ihr Arbeitsblätter zum Griff finden. Druckt euch die aus, bearbeitet die und dann habt ihr genug Übung, denke ich, dass ihr das vernünftig schreiben könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Uli, wir müssen nochmal ein Hündchen rufen. Du kannst nicht einfach die Kamera anmachen und selber ein Video drehen. Ja, okay. Ich höre jetzt auf. Gut. Hand drauf, Hand drauf. Ihr seid Zeuge. Tschüss.